Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. BH Cosmetics will nicht, dass ich diese Palette hier schon habe. Und wie ich an dieses gute Stück rangekommen bin und wie sie von innen aussieht, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ich habe was, was ihr noch nicht kennt und was ihr noch gar nicht haben könnt, und ich habe es durch einen Zufall ergattert. Und zwar eine kurze Storytime mit mir. Ich habe vor ungefähr einer Woche oder eineinhalb Wochen auf der DM Online-Shop-Seite einfach mal so rumgestöbert und geguckt, was es bei BH Cosmetics so im Angebot gibt. Und da bin ich auf dieses gute Stück hier gestoßen. Shock Poison heißt die Kollektion und ich habe hier die Palette Venom. Und zwar hat wohl BH Cosmetics selber auf ihrer Internetseite kurz etwas geleakt zur Halloween Collection, also der diesjährigen Halloween Collection, die jetzt eigentlich noch gar nicht verfügbar ist. Sie haben es dann auch relativ zeitig wieder von ihrer eigenen Online-Seite runtergenommen und bei DM konnte man die aber schon kaufen. Und ich habe die gekauft und ich werde das jetzt mal ganz schnell bearbeiten, das Video, und das hochstellen, weil A, ich das mega geil finde, dass ich die schon habe, und B, wenn die dann online kommt, ihr vielleicht schon Bescheid wisst, Swatches gesehen habt, Looks, die ich damit geschminkt habe, und deswegen schnacken wir nicht lange und legen gleich los. So sieht das gute Stück von innen aus. Wir haben hier oben drei matte Farben und die restlichen Farben sind alle wunderschöne Metallic Shades. Es ist eine ganz klassische, schwarz-gräulich, sage ich mal, eher angehauchte Palette. Hier steht Take a Bite, hier so ein bisschen so Halloween-thematische Deko in der Palette. Die Töne heißen Fangs, Slithering, Bad Blood, Deadly Bite, Under the Skin, Silent Killer, Viper Tags, Femme Fatale und Bitter. Ich werde die gleich für euch swatchen und dann auch Looks mit der Palette schminken. Ich denke zwei, also pro Auge einen Look, dann habt ihr schon mal einen Überblick. Alle weiteren Infos blende ich euch hier ein, wie teuer die gewesen ist. Und das Allerschärfste war, möchte ich noch dazu sagen, ich habe die sogar noch 15% Rabatt im Angebot bekommen, weil zu dem Zeitpunkt war bei DM Online 15% Rabatt auf dekorative Kosmetik. Ich habe es also nicht nur extrem früh bekommen, also noch vor dem Release, sondern auch noch viel, viel günstiger. Und ich kann heute nicht so viel reden. Ich bin erkältet, aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, euch diese Palette jetzt schon mal zu zeigen. Und wir sehen uns gleich in den Swatches wieder. Hier ist das gute Stück nochmal und so sehen die Swatches aus. Wunderschön. Ich möchte gerne euch schon mal sagen, wie es sich angefühlt hat beim Swatchen. Die matten Töne sind vom Swatchen her schon mal die gewohnte BH Cosmetics Qualität. Wir haben hier einen wunderschönen blau schimmernden, eher so satinig schimmernden Ton. Die anderen könnt ihr die Untertöne sehr, sehr gut erkennen. Was zu den drei matten Tönen zu sagen ist, wäre, dass sie sich beim Swatchen, es ist ein Swatch-Eindruck, ja, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Swatchen und auf dem Auge auftragen ist etwas anderes. Sie sind etwas staubiger, etwas pudriger, als ich es von BH in der letzten Zeit gewöhnt bin. Die Pigmentierung war jetzt nicht so wham-bam, so wie ich sie kenne von anderen Paletten. Dennoch muss ich sagen, finde ich alleine schon für diese sechs metallischen Töne hat sich die Anschaffung dieser Palette extrem gelohnt. Ich freue mich jetzt darauf, Looks zu schminken. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht's auch schon mit den Looks los. So, da bin ich. Augen sind geprimed. Ich trage ja jetzt eigentlich gar keinen Lidschatten mehr ohne eine Eyeshadow Base, wie immer die von Juvia's Place. Ich habe mir hier einen Spiegel genommen, weil da ist ja kein Spiegel in der Lidschattenpalette drin. Finde ich jetzt prinzipiell nicht schlimm und ich werde, um euch einen kleineren, größeren Überblick zu geben über diese wunderschöne Palette, werde ich halt pro Auge einen Look schminken und wir legen los. Wir haben ja jetzt nicht die größte Auswahl an matten Lidschatten. Ich werde jetzt tatsächlich einfach erstmal beide Augen, denke ich, mit diesem Slithering, mit diesem mittleren Grau, klassischem Mausgrau, einfach mal grundieren und dann werden wir sehen, wo die Reise weiterhin hingeht.
erster Eindruck von dem Grau lässt sich sehr, sehr schön fleckenfrei auftragen. War jetzt überhaupt gar kein Problem, so wie ich es immer mache bei einer Sticky Base. Erst tupfe ich die Farbe auf, bis sie die Intensität hat, die ich erstmal haben möchte. Und dann, ja, dann verblende ich sie. Und ich würde sagen, das eine Auge machen wir dunkel und das andere Auge lassen wir hell. Beim hellen Auge werde ich mich in diesem Bereich bewegen, beim dunklen Auge in diesem Bereich. Ja, und dann lege ich einfach mal los. Ich fange mit dem dunklen Auge an und gehe auch hier in den zweiten dunklen Ton, in den dritten matten Ton, Bad Blood. Das ist ja diese Farbe hier. Das ist ein Grau mit einem lila Einstich, habe ich das Gefühl. Und damit will ich mir erstmal das Auge... Oh, hat aber Wumms. Ist gut, hat Wumms. Und werde mir das jetzt erstmal hier so verdunkeln. So wie ich es für richtig halte. Ich nehme mir nochmal den Pinsel, mit dem ich den hellen Grauen aufgetragen habe und verblende mir hier schon mal so ein bisschen die Kanten. Und auch das lässt sich super machen. Ich habe hier wie immer das Problem, das liegt aber nicht am Lidschatten, sondern das liegt daran, dass ich es manchmal nicht so gut hinbekomme. Super, super schön. Ich möchte gerne, und zwar, ich möchte gerne Bitter im äußeren Augenwinkel aufbringen. Das tupfe ich mit dem Finger drauf. Ich komme ein Stückchen zu euch ran. Ganz tolles so Gunmetal-Schwarz mit ganz viel Schimmer. Total toll. Ich weiß nicht, warum es in der Kamera heute so fleckig aussieht. Don't ask me. Es ist nicht fleckig auf dem Augenlid. I don't know. Dann auf dem Hauptteil des Lides möchte ich gerne Femme Fatale, diesen wunderschönen Metallic-Lila-Ton, aufgeben. Und zwar hier dann so in der Mitte auf dem Augenlid. Ich presse das so auch in den, wie ist die Farbe? In Bitter hinein. Oh, schön. Oh, toll. Lässt sich super gut miteinander verblenden. Total geil. Dieser dunkle grau-lila Shift. Ist das schön. Richtig, richtig toll. Mm, sehr schön. So, und dann als letztes zur Mitte des Augenlides hin möchte ich gerne Under the Skin benutzen. Das ist ja dieses ganz helle Silber. Weil damit ich die Ecke da, also diesen inneren Augenwinkel ordentlich kriege, habe ich mir jetzt erstmal einen sauberen, flachgebundenen Pinsel genommen und nehme jetzt das Produkt, was noch auf dem Augenlid ist, und mache die Kante ein bisschen ordentlicher. Dadurch nehme ich mir aber auch ein bisschen Glanz, ne? Das ist ja auch nachvollziehbar. Schimmert schon richtig heftig, ne? Schon krass. Und dann gehe ich nochmal in Femme Fatale hinein und hole mir nochmal diesen lilanen Farbton hier raus. Und ich gehe mit dem Pinsel in den weißen matten Ton hinein, in Fangs, und werde mir den hier noch so ein bisschen in den Inner Corner setzen. Oh, das klappt aber gut. Hoi, geil. Sehr, sehr schön. Und auch nochmal am unteren Wimpernkranz. Okay, so sieht da jetzt erstmal aus. Den lasse ich jetzt auch erstmal so. Manchmal ist zu viel des Guten einfach zu viel. Und wir machen mit dem hellen Auge weiter. Boah, Leute, diese Metallic Shades, holla die Waldfee, sind die stark pigmentiert. Ist ja der Wahnsinn. Also muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich mache das heute mal anders hier bei dem Auge. Und zwar gehe ich wieder in Fangs, in diesen weißen matten Ton rein,
auch wieder mit diesem fester gebundenen Pinsel und gib mir den schon mal hier vorne ans Augenlid. Ich mache so eine Art Cut Crease. So eine Art, ne? Also ich benutze jetzt keinen Concealer oder so. Also ich muss sagen, es ist schon beeindruckend, wie stark pigmentiert das jetzt doch ist, gerade auf dieser dunklen Base. Ja, krass. Schön. Mal gucken, wo die Reise hingeht. So, und weil ich da jetzt zu doll ins Grau reingegangen bin, nehme ich mir einen sauberen Pinsel und mache mal da die Kante weg. So, schon wieder schicki. Ich verblende mir sowieso mal die Kante, dass die da nicht so dolle ist. So, auf jeden Fall habe ich es jetzt definitiv schon mal heller gemacht von der Grundfarbe her. Und wir fangen jetzt auch schon mit den Schimmertönen an, würde ich sagen. Und zwar werde ich mir Silent Killer hinten aufbringen als dunkelste Farbe und damit gleichzeitig den Außenwinkel verdunkeln. Dann gehe ich hier zu diesem peachigen Metallton. Viper Tracks, den gebe ich mir auf meine Mitte des beweglichen Augenlides auf. Oh, Girl! Und ich habe mir das jetzt mit Silent Killer so richtig schön vermischt auf dem Augenlid, was auch sehr, sehr gut geklappt hat. Von dem peachigen Einschlag sieht man jetzt gar nichts. Ich denke, das liegt daran, dass ich jetzt so eine helle Base darunter hatte. Und im Inner Corner nehme ich mir Deadly Bite. Und Deadly Bite ist ja beim Swatchen mit so einem blauen Schimmer gewesen. Und dann nehme ich mir hier so einen flachen, sauberen Pinsel, gehe da rein und ruschel mein Pinsel so richtig hier in dem Farbton so drin, bis ich ordentlich Pigment und also Produkt auf dem Pinsel habe und schaue erstmal, wie es so hält, unangesprüht. Oh krass, es hält gut unangesprüht. Oh, ich kann sogar diesen blauen Shift sehen, oh geil. Ne, unangesprüht hat er so einen Satin-Finish. Und ich sprühe den jetzt mal an, weil ich gucken will, wie der sich dann angesprüht verhält. Hello! Krass! Crazy! Wow, liefert der ab? Holla, hallo! Hello! Sehr, sehr nice. Krass. Ich würde sagen, ich verdunkel mir noch mal ein kleines bisschen mit Silent Killer. Noch mal den Außenwinkel und dann sind wir auch schon fast fertig mit dem Look. So sieht es jetzt erstmal aus. Ich hab ein bisschen Fallout, vor allen Dingen auf der dunklen Seite habe ich ein bisschen Fallout. Finde ich okay, ich habe ja keine Base aufgetragen. Ich mache das jetzt mal fertig und dann sehen wir uns mit dem Endergebnis. Dann hole ich euch mal ran, stelle ein bisschen was an den Lichteinstellungen rum und dann geht's auch schon weiter. Bis gleich, ciao! Sagen, ich fühle mich sexy. Ich fühle mich richtig, richtig sexy. Ich fühle mich vampig und gruselig. Deswegen, ich habe es auch voll mit dem Blush übertrieben. I love, love, love die Looks, die dabei rausgekommen sind. Ich komme noch mal näher. Hier kann man sehr schön diesen lilanen Shift oder diese lilane Farbe auf dem beweglichen Augenlid, auf der Mitte des beweglichen Augenlides sehen. Während wir hier bei der hellen Seite, finde ich, sehr schön auch diesen Blauschift im Inner Corner erkennen können, der ja angesprüht nochmal richtig krass gewesen ist.
BH Cosmetics, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich zeige euch nochmal die Color Story und ich bin so happy. Selbst wenn ich es nicht so früh hätte ergattern können, hätte ich mir die Color Story sowieso gekauft. Es waren ja 5 Paletten in diesem, oder es werden 5 Paletten in diesem Halloween Release sein. Ich habe ja die Venom genommen und Leute, I love it. Venom komplettiert oder vervollständigt, ergänzt meine Sammlung wirklich um ein paar wunderschöne, vor allen Dingen Metallic Shades. Ja, die 3 Matttöne. Es hätten natürlich mehr Matttöne sein können, aber Leute, was die können, können die gut. Also ich hoffe, euch hat diese Preview, diese geleakte Preview gefallen. Wenn ihr generell mehr Looks sehen wollt, vielleicht auch mit BH Cosmetics, schaut hier oben gerne in der Playlist vorbei. Hier unten könnt ihr mir ein kostenloses Abo dalassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Mal wieder. Passt schön auf euch und eure Mitmenschen auf. Bis dann. Ciao.